Wieso vertrauen sich Schafe eigentlich einem Hirten an? Wie kommt es, dass sie ihm folgen, seiner Stimme folgen, seinen Klopfzeichen folgen? Wie kommt es, dass Schafe ihrem Hirten vertrauen? Damit herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelleseandacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Die Atempause möchte ein Angebot sein für alle, die die Bibellosigkeit in ihrem Leben überwinden wollen und die neue Wege einschlagen wollen, täglich Gottes Wort zu hören, aufzunehmen und Antwort zu geben, sodass wir täglich ein Stück weiter wachsen aus dem Wort Gottes. Dazu dienen die Atempausen wie die heutige am Montag, den 13. August 2018, ohne Zweifel vertrauenswürdig, Ausrufungszeichen, Fragezeichen. Wir lesen nach dem ökumenischen Bibelleseplan heute Johannes 10, 11 bis 21. Und da geht es um eine Hirtenschaft, die ohne Zweifel vertrauenswürdig ist. Johannes 10, Abvers 11. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich's wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu empfangen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da entstand abermals Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. Viele unter ihnen sprachen, er ist von einem Dämon besessen und ist von Sinnen. Was hört ihr ihm zu? Andere sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon die Augen der Blinden auftun? Wir lernen in diesem Text etwas über vertrauenswürdige Hirtenschaft, über Leiterschaft. Jesus vergleicht sich ja immer wieder mit einem guten Hirten. Damit ist auch ein Bezug hergestellt zum Psalm 23, wo ja der Hirte im Mittelpunkt steht. Der Herr ist mein Hirte. In Jesus offenbart sich Gott als der gute, der vertrauenswürdige Hirte. Wie kommt es, dass er vertrauenswürdig ist? Wenn wir Vers 11 lesen, wird das gleich sehr deutlich. Ich bin der gute Hirte. Das ist übrigens ein weiteres Ich bin Wort von Jesus im Johannesevangelium. Wie wir jetzt schon einige gefunden haben, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so heißt es hier, ich bin der gute Hirte. Wie wir festgestellt haben, sind die Ich Bin-Worte Offenbarungsworte. Es sind nicht etwa anmaßende Worte eines Menschen, der zu hoch von sich denkt, sondern es sind Worte, die eine Selbstoffenbarung anzeigen. So wie Gott
dem Mose im brennenden Dornbusch begegnet war und gesagt hat, ich bin der, der ich bin, ich bin der, der ich sein werde, ich bin der, der für euch da sein wird, so könnte man das auch übersetzen. Diese Offenbarung Gottes, dieses Ich bin des Allerhöchsten, das klingt hier durch, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und dann definiert er, warum der gute Hirte gut ist. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Schafe sind hilflose Wesen. Sie brauchen Anleitung eines Hirten. Sie brauchen Wegweisung zu den grünen Auen. Sie brauchen jemanden, der sie aus dem Loch zieht, wenn sie hineingefallen sind oder wenn sie sich im Gestrüpp verfangen. Und besonders brauchen sie Hilfe, wenn der Wolf kommt oder der Löwe oder der Bär und die Herde reißen will. Schafe können sich kaum selber wehren und sind auf Hilfe angewiesen. Ein guter Hirte stellt sich dem Löwen, dem Bären, dem Wolf entgegen. Ein guter Hirte riskiert sein Leben für die Schafe. Wir wissen das von König David, dass er so jemand war, der, als er gegen die Philister kämpfen sollte, gegen diesen Riesen Goliath, da hat er gesagt, ich habe schon mit Bären und Löwen gekämpft und sie besiegt. Das sagt er als Hirte. Da klingt etwas durch von diesem guten Hirten, der bereit ist, der Super Bodyguard für seine Herde zu sein. Der bereit ist, sich den Todesgefahren für die Herde entgegenzustellen und diese Gefahren abzuwenden. Mit Einsatz des eigenen Lebens. Das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht für sich selber und sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, was dann ja am Kreuz auf Golgatha tatsächlich geschehen ist. Gottes Sohn lässt sich von den Geschöpfen Gottes ans Kreuz nageln, zu Unrecht beschuldigen, verurteilen und töten. Das muss man sich mal bewusst machen. Jesus sagt hier nicht, ach, wie romantisch, ein Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nein, nein, er hat das wirklich gemacht. Er hat sich wirklich verprügeln lassen, anspucken lassen, Dornenkrone aufgesetzt, mit Wucht in den Kopf gerammt. Er wurde mit unglaublichen Folterinstrumenten gefoltert und schließlich ans Kreuz geschlagen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Deshalb vertrauen Schafe einem Hirten, wenn er sein Leben einsetzt zum Schutz für die Herde. Und das hat Jesus getan. Er hat Sünde, Tod und Teufel besiegt am Kreuz auf Golgatha. Er hat den Weg frei gemacht zum herrlichen, heiligen Gott. Er ist der, der sich erwiesen hat als der gute Hirte, der bereit war, sein Leben zu geben zum Opfer. Und da müssen wir ein zweites noch bedenken. Nämlich, dann sagt er, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall in Vers 16. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Wenn wir als Christen über Jesus, den guten Hirten, staunen, dann müssen wir auch so ein Wort uns zu Herzen gehen lassen. Es gibt so viele Schafe, die gar nicht wissen, dass es einen guten Hirten gibt. Die ihr Leben leben ohne jeden Schutz, ohne jede Orientierung. Die ihr Leben leben, als gäbe es keinen guten Hirten. Die ihr Leben leben, den Gefahren ausgesetzt, ohne Heimat, ohne
Frieden ohne Schutz. Wer Jesus nicht kennt, lebt ohne guten Hirten. Und weil das stimmt, was ich über Schafe gesagt habe, ist das eine Katastrophe. Verlorenheit lässt sich kaum besser vergleichen als mit Schafen, die keinen Hirten haben. In Matthäus 9 beschreibt das Jesus selbst so und sagt, und da heißt es von ihm, es jammerte ihn, es drehte ihm den Magen um, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Meine Frau ist zurzeit im Krankenhaus, sie hat mitten im Gesicht, nahe am Auge, ein 2 mal 1 Zentimeter großes Basiliom, das ist weißer Hautkrebs, der wurde in diesen Tagen jetzt weggeschnitten und jetzt geht es Tag für Tag weiter mit der Behandlung. Und das ist an sich schon eine große Herausforderung. Gott sei Dank ist sie an Jesus Christus gläubig, hat Gott den Vater zu ihrem Vater. Und bei all den Kämpfen, die sie dabei durchmacht, an Angst und an Sorge, ist sie doch geborgen und erlebt, wie so viele andere, auch ihre Zimmerkolleginnen und andere, die sie in der Klinik trifft, so dermaßen ohne Hirten sind, das geht ihr unendlich nah. Und gleich am ersten Tag haben sich richtig tiefe, substanzielle Gespräche über den Glauben ergeben. Den Glauben an Jesus Christus, den Glauben an Gott, den Vater. Warum? Weil in der existenziellen Notlage wird sofort klar, ob ich zu jemandem gehöre oder nicht. Ob ich eine himmlische Heimat habe oder nicht. Ob ich grundlegendes Lebensvertrauen in Gott habe oder nicht. Ob ich weiß, dass im schärfsten Fall, im schlimmsten Fall, ich durch den Tod hindurchgehe und in der Herrlichkeit bei Gott bin. Oder ob ich Höllenangst habe und nicht weiß, was aus mir wird und wie es mit mir wird. Verlorenheit hat sehr viele Gesichter. Und deshalb geht es Jesus nahe. Ich habe noch andere Schafe, die muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Hier redet Jesus von den Nationen im Gegensatz zu dem Volk Israel, die alle gemeinsam gerufen sind zum Glauben an ihn, den guten Hirten. Wir gehören als Leute in Westeuropa zu den Nationen. Und von unseren Nationen sind so unendlich viele, die den guten Hirten nicht kennen, die auf verlorenen Posten leben, selbst wenn es ihnen scheinbar gut geht. Ich möchte von Jesus immer mehr lernen, mich davon noch tiefer betreffen zu lassen, dass da noch so viele andere sind, die diesen guten Hirten dringend kennenlernen müssen, damit sie ein geborgenes und sinnerfülltes Leben führen können mitten in der gefallenen Schöpfung. Möge es uns Gott schenken als Christen, dass wir nicht in der Geborgenheit durch Jesus bei Gott baden und völlig vergessen, dass andere noch abgrundtief verloren sind. Wir sind gerufen, hinzugehen und seine Stimme hörbar zu machen, die Stimme des guten Hirten, und sie zu rufen zu dem guten Hirten und zu seiner Herde. Evangelisation und Mission ist kein alter Zopf, es ist nach wie vor die vordringlichste Aufgabe der Gemeinde Jesu, der Kirche Jesu Christi auf Erden. Andere zum Vertrauen zu Jesus Christus, dem guten Hirten, einzuladen.
Und das gilt auch heute für dich und für mich. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich als den guten Hirten kennen dürfen und dass wir nur darüber staunen können und dich anbeten, dass du tatsächlich dein Leben für uns gelassen hast. Danke für die grundlegende Geborgenheit im Leben, die wir kennen durch das Vertrauen zu dir. Die Geborgenheit, die selbst an der Schwelle des Todes nicht versagt und die erst recht nicht in alle Ewigkeit versagt. Danke, dass wir nicht verloren sein müssen, sondern wissen, wo wir hingehören. Und so bete ich dich, Herr, dass wir daraus uns nicht zurückziehen in unsere kleine christliche Welt, um sie zu genießen, möglichst weit weg von der Verlorenheit dieser Welt. Denn dass du jedem von uns hilfst, uns der Welt zuzuwenden, den Menschen, die dich nicht kennen, zuzuwenden, zu lieben und weiterzusagen, was du uns verkündet hast, damit noch viel mehr Kinder Gottes werden, geborgen beim Vater für Zeit und Ewigkeit. Ich bitte dich, Herr, mach uns sensibel für die Verlorenheit der Menschen und hilf uns, dass wir sie aufmerksam machen auf die Geborgenheit, die wir bei dir gefunden haben. Ich danke dir, Herr, für die Geborgenheit, die du mir bedeutest seit 44 Jahren. Ich danke dir, dass ich dich finden durfte mit 11 Jahren und dass ich erleben durfte, wie das Vertrauen zu dir trägt durch alle Höhen und Tiefe, bis Tiefen, bis heute, in allen Herausforderungen. Und ich bete dich für mich und für jeden von uns. Hilf uns, dass wir anderen das bezeugen, was du uns bedeutest, damit sie die Chance haben, dasselbe zu erfahren. Dich, den himmlischen Vater, dich, den barmherzigen Herrn, dich, den Tröster, dich, den, der uns Mut macht zum Leben. Dazu hilf uns, Herr, auch heute. Amen. Ja, vielleicht ist diese Atempause heute am Montag, den 13. August, ohne Zweifel vertrauenswürdig nach Johannes 10, 11 bis 21 ein Anlass, dass du dir erneut vornimmst, viel offener, viel offensiver, viel freier, viel direkter und liebevoller Jesus, den guten Hirten, zu bezeugen, damit möglichst viele andere ihn auch kennenlernen können. Gott segne dich, Gott behüte dich. Sofern du schon zu seiner Herde gehörst, freu dich daran, dass du einen guten Hirten hast und zu seiner Herde gehören darfst. Und sofern das noch nicht so ist, du bist herzlich eingeladen, dich diesem Hirten anzuvertrauen und zu seiner Herde zu gehören. Morgen geht's weiter mit dem Nachdenken über den guten Hirten. Bis dahin, Gott segne dich und Gott behüte dich. Bis morgen.